Oh, sneaken, sneaken, sneaken. Fuck. Fuck, sneake. Hey Leute und herzlich willkommen zurück zu Titan 2! Mit dem Kalle HD. Genau, und damit ein Hey, hey, hallo Leute an meine Zuschauer. Willkommen zurück zu Titan 2. So. Wir haben in dieser Folge, was haben wir geplant, Kalle? Achtung, was haben wir geplant? Ich bin mir nicht ganz sicher. Wir brauchen Dias, so ja. Sneaken. Wir brauchen eindeutig Dias, damit wir für Kalle auch jetzt die Titan-Rüstung machen können. So, ich habe auf jeden Fall, guck mal hier, gleich Gold. Okay, pass auf. Du musst immer hier alles freikloppen, so. Wir sind alleine auf dem Server. Wir spezialisieren uns jetzt einfach nur noch auf die Jagd nach Diamanten, ne? Titan sollte so zwischendurch auch auftauchen. Weißt du, was wir vergessen haben? Was? Weißt du noch in der Folge, wo du die Schlucht gefunden hast? Ja. In der sind wir gar nicht reingegangen. Stimmt. Ja, aber jetzt das Zurückgehen und... Ja, ich weiß auch gar nicht mehr, wo die ist. Ja, also gut. Dann hat sich das erledigt. Das so. Ist aber auch mal, ne? Wir hätten da bestimmt 5 Dias oder so gefunden. Na, Mist, Mist, Mist. Ja, Schmist. Gut, aber alles soweit in Ordnung bis jetzt. So. Du musst immer 2 freilassen. Ja, und dann ich baue erstmal den Gang und dann komme ich zurück. Okay, gut. Ne, weil du das letzte Mal immer nur die obere Schicht freigekloppt hast. Ja, ich weiß. Sind wir denn auf der richtigen Höhe? Ich weiß es nicht. Ich gucke kurz. 11. Oh! Sneaken, sneaken, sneaken. Fuck. Fuck, sneake. Verdammte Kacke. Ich sneake. Ich komm zu dir, Basti. Scheiße. Die dürften aber nicht bei uns sein. Ich weiß es nicht. Sind das nicht die beiden? Die waren doch letztes Mal schon auf dem Server, weil wir hier irgendwo waren und, ne? Nee, das waren Nodok und Halbzwilling. Verdammt, werden wir jetzt verfolgt? Ich wollte gerade sagen, Alter, wer baut hier ab, Alter? Nee, das kann nicht sein. Wir sind nicht aktuell. Vielleicht haben die unsere Koordinaten geschnüffelt aus einer der letzten Folgen oder so. Vielleicht suchen die uns auch einfach, weil sie jetzt aus den letzten Folgen denken, vielleicht sind wir hier noch, weil wir ja die letzten Folgen immer so in der Nähe immer waren. Trotzdem jetzt gesneakt bleiben. Ich bleib definitiv gesneakt. Ich baue hier gerade auf jeden Fall schön ab. Und immer hin und her gucken. Okay? Die können uns nicht gefunden haben. Es geht einfach nicht. Wo bist du, Kalle? Ich bin ganz hinten im Gang. Okay. Es geht nicht. Die können uns nicht. Fuck, man. Mir ist die Eisenspitzhacke ausgegangen. Warte mal, ich komme mal zu dir nach hinten. Ja. Oh Mann, ich habe Angst, Kalle. Das ist Angst einfach. Ich will nicht wieder rumschreien müssen. So, Achtung, ich stell mich mal hier in die Ecke. Hast du eine Workbench? Ich habe eine, dann muss ich kurz. Platzier mal bitte einen Ofen. Ja, warte, dann muss ich aber ganz kurz entsneaken, ne? Ja, mach schnell. Ja, warte, ich mach das hier hinten. Ist alles gut, ist alles gut, Kalle. Wir sind safe soweit. Fuck, Mann. Geh weg da. Ja, okay. Jetzt platzier doch. So, okay, pass auf. Ich schmeiß hier kurz das Eisen. Fuck, ich hab kein Eisen. Du müsstest das Eisen haben. Ich hab dir das letzte Mal das Ganze. Oh, warte, hab ich da hinten einen Namen gesehen? Nee, bitte nicht. Nee, ey, bitte nicht. Hast du das Eisen noch? Ich will jetzt nicht entsneaken, wenn du jetzt wirklich einen Namen gesehen hast. Ah, ich brauche eine Spitzhacke, Mensch. Ja, warte. Pass auf, Basti, wo bist du? Ja. Nimm meine. Ja, und was machst du? Ich mache mir jetzt einfach eine neue. Hey, ich hätte mir doch auch eine neue machen Egal. Können. Egal. Du kannst weitermachen. Ich kam jetzt kurz rum und gucke nach Eisen. Okay, ich habe neue. Ey Mann, warum suchen die uns? Die suchen uns 100 Pro, sie sind zufällig reingejoint, aber das glaube ich am wenigsten. Das wissen wir jetzt natürlich nicht, ne? Das können wir jetzt echt nicht wissen und nachfragen will ich auch nicht, weil auch wenn, die würden es nicht sagen. YOLO. Weiß nicht. Sollen wir es mal fragen? Ja, ich weiß fragen nicht. Fragen schadet ja nicht. Ja, es schadet nicht, aber die Sache ist halt, auch wenn sie uns suchen, ne, dann wissen sie, dass wir Angst haben oder dass wir auf jeden Fall auf der Hut sind. Keine Ahnung, oh, ich Mann. Weiß nicht. Das ist natürlich jetzt echt eine brisante Situation.
Achtung, ich guck jetzt mal kurz nicht hinter mir. Ich mache jetzt kurz eine Spitzhacke. Ja, mach einfach schnell. So, gemacht. So, hier ist Eisen. Ja, nimm das mal mit, weil ich habe kein Eisen mehr. Weil mein Eisen ist jetzt komplett in der Okay. Ofen. Das waren insgesamt 10 Stück oder so. Okay, chill kurz. Warte. Hab alles Eisen mitgenommen. So. Sauber. Zack, zack. Okay. Aber wie gesagt, ich kann, wir wissen, das ist halt immer das Problem, wir wissen halt nicht, was jetzt Sache ist, ne? Aber naja. Und dass wir nicht kämpfen, das kann uns keiner vorwerfen, weil wir hatten alles verloren und müssen nochmal von vorne anfangen. Und ich sehe es nicht ein, mit einem Holzschwert in den Kampf zu gehen, oder? Nee, ich meine, wir hätten auch respawnen können den Tag und hätten nochmal auf die Beine gehen, aber es hätte nichts gebracht, das wäre sinnlos gewesen. Eben. Und so, also es ist ja auch, PvP ist ja nicht nur, ich meine, wir sind zwar nicht die Pros, aber trotzdem versuchen wir ein bisschen taktisch vorzugehen, sodass wir uns ein bisschen wehren können und damit das ein GG auch gerechtfertigt ist, auch vom Gegner, die uns getötet haben. Weil wenn wir da einfach so low equipped sind, dann ist das auch kein GG, das ist kein Good Game. Ey, es gibt hier keinerlei Diamanten, ich raste aus. Ich finde auch keine, das finde ich irgendwie schade. Also ich zum Beispiel, ich schreibe zum Beispiel nie GG, wenn ich gegen jemanden kämpfe, der einfach nicht kämpft oder low equipped ist, weil wo ich einfach weiß, ja, ich habe da definitiv die Chance, auch als PvP-Noob, dann schreibe ich nicht GG, so, weil dann deswegen, also wir müssen ja auch den Gegnern irgendwie was bieten und ein bisschen die Stirn bieten, so macht es auch beiderlei Parteien Spaß und so. Karle, ich entsneak mich jetzt und mach mir noch eine Eisenspitzhacke, okay? Okay. So. Und zack. Zack. Ich wollte gerade sagen, habe ich da, aber nee, das war das Stein, ey. Und ich habe wieder Eisen reingemacht in den Ofen. Super, ich baue jetzt hier hinten, wo das leuchtet, ich habe Zitrinen gefunden, aber Zitrinen brauchen wir nicht mehr, ne? Ich glaube nicht. Ich baue jetzt hier durch für den nächsten. Oh, ich habe eine Höhle gefunden, glaube ich, Wasser. Ja? Ja. Gut, warte, dann komme ich mal zu Stein. Dir. Sollen wir zusammen in die Höhle rein? Ich guck gerade, ob es eine Höhle ist. Ich bin mir nicht sicher. Sie haben auf jeden Fall ein Wasserbecken. Aber es müsste eigentlich eine Höhle sein. Obwohl, nee, ist glaube ich nur ein Unterwasserbecken nur. Ja, ist nur ein Unterwasserbecken. Aber vielleicht ist hier eine Höhle in der Nähe. Ja, wir kommen hier aus einem Höhlensystem raus. Ey, okay, diese Folge, die haben wir echt Pech. Muss ich sagen. Oder? Leicht, ja. Viel. Würde ich sagen. Ich meine, wir haben jede Folge haben wir Titan und Dias gefunden. Diese Folge noch überhaupt nichts. Also Eisen auf jeden Fall, aber damit kommen wir nicht so weit. Wow, Eisenkalle. Wow. Wow. Das nützt uns gar nichts. So, aber ich habe eine Idee, Basti. Was? Wir bauen jetzt hier einen neuen Strip-Mining-Gang. Wo mal bist schauen. Du? Hier hinten, da, genau. Hier. Okay. Nimmst du mal den Ofen und alles mit? Okay, warte, ich hol Ofen. Super. Ich bin jetzt Endsneak, gell? Ja. Warte, ich dreh mich um, falls ein Name kommt und mich zurückrennen kann. Aber ich sehe nichts. Ich sehe nur deinen Namen. Okay, es ist gut. So. Und. Oh Mann, ey. Aber ich irgendwie so jetzt nach der Zeit, die verstrichen ist, glaube ich nicht ganz so, dass sie uns nachjoinen, oder? Nee. Ich glaube auch nicht, dass sie uns nachgejoint sind. Mittlerweile nicht mehr. Aber ich bin trotzdem lieber vorsichtig, weil nicht, dass sie da zufällig bei uns in der Nähe sind. Weil ich habe zum Beispiel geschrieben in den Kommentaren unter dem letzten Video, dass die Buddies dort sind, wo wir jetzt gerade sind. Was? Dass die da waren oder sowas. Bitte also, nicht. Wo wir in der Folge 7 waren. 8. Lass die bitte nicht hier sein, ey. Also in der Folge von gestern, vorgestern im Endeffekt. Für uns, für die Leute, wir produzieren ja vor, also nicht wundern, was für ein Schwachsinn wir hier labern. Nee, nicht die Folge, die heute kam, Basti, sondern die Folge davor. Da hat jemand geschrieben, dass da die Buddies waren, also auch in dem Höhlensystem, dass die da waren. Gut, die waren aber natürlich dort, bevor sie uns gekillt haben, ne? Welche Höhe sind wir, Kalle? Eigentlich müssten wir immer noch 11 sein. Ich gucke kurz, Moment, 12, also einen runter. Sag jetzt dahin, das sind Diamanten. Ah ne, schade doch nicht. War nur Kohle. X-Ray hat gesprungen. Hier ist Lava. Das ist gut. Hier ist das sieht aus wie eine Höhle. Und vor allem, wo Lava ist, sind auch meist immer Diamanten, ne? Ja. Ist so. Warte, ich komm zu dir.
Pass auf, dass du nicht reinfällst. Ich mach mal hier vorne so. Ich kann auch Wasser drüber machen. Denk dran, wir kommen auch aus einer Höhle. Also kann es sein, dass wir hier vielleicht schon mal waren. Weil unsere Höhle ist da hinten irgendwo. Okay, Achtung. Dann würde ich sagen, gehen wir mal hier kurz runter. Ne, hier haben wir Pech. Ja, warte kurz. Ich will's testen wenigstens. Oh, hier ist nichts weiter. Aber hier ist Kobbel. Platzieren wir mal hier kurz ein. Hast gehört, hier ist Kobbel schon gewesen, was? Hinter der Wand. Das ist. Ja und? Hä? Was? Echt? Ja, hier. Hier unten, wo wir gerade waren. Komm mal her. Da war Kobbel. Hier ist Kobbel, komplett gebaut. Hier. Oh, sneaken. Trotzdem. Umgucken. Ja, dann waren wir hier vielleicht schon. Das ist glaube ich, nicht von uns, oder? Das könnte doch sein. Ich glaube, ich habe hier an der Stelle habe ich Titan gefunden gehabt. Da. Glaube ich. Wir laufen jetzt nicht wieder dasselbe Ding ab. Komm. Nee, dann lass hier hinten lang gehen, wo ich bin. Warte mal. Guck mal hier. Wo bist du? Wo es hier lang geht. Hier. Aber da gehen wir jetzt wieder in die Richtung zurück, wo wir gerade herkommen. Ja, aber hier ist noch Lava. Ganz viel. Einfach mal hier reingraben, gucken. Wir brauchen verdammt nochmal Dias. Taktischer wäre jetzt, wenn wir jetzt von hier weiter weggehen, wo wir jetzt. Weil wir bauen jetzt uns wieder hin und her, wo wir herkommen. Komm mal mit. Taktischer wäre jetzt, wenn wir wegbauen, wo wir jetzt nicht herkommen. Und zwar kommen wir von da hinten. Dann würde ich sagen, dass wir hier. Warte, wo habe ich denn den Ofen aufgestellt? Du hast einen Ofen aufgestellt? Ja, ja. Aber das war hier hinten. Da, weil ich Essen brauche. So. Oh Mann, ey. So, und zack. Und abbauen. Und genau, die Kohle mitnehmen. So. So, hier lang, komm mit. Oder da runter. Ja, hier runter, komm mit. Oh, da hinten ist was Blaues. Oder ist es Titan? Ne, es ist Lapis. Ach so. Ach, das ist die Schluchtkalle. Hier. Guck, wir gehen jetzt die Schlucht entlang. Und zwar in die Richtung. Nice, ey, haben wir jetzt. Stimmt. Stimmt, das ist, glaube ich, echt. Alter, cool. Okay, Lapis haben wir noch genug, also brauchen wir jetzt nicht zu. Ja, ja. Stell hinter uns Fackeln auf. Ja, okay, mach ich. Jetzt ist gerade ne. So. Aber ich würde mich jetzt nicht so lange hier aufhalten, Basti. Ich würde jetzt langsam weggehen, damit wir wieder ein bisschen mehr safe sind, auf jeden Fall. Ja, ja. Wir haben jetzt noch. Wenn eine Minute kommt, rennen wir hier weg, okay? So, komm hier lang. Hier geht's zwar etwas höher. Ich lass jetzt mal mit den Fackeln weg, weil so machen wir uns nicht auf uns aufmerksam. Ja, so, Achtung, gucken, hier ist Gold. Mitnehmen. Ich würde sagen, lass mal weiter hier in die Richtung gehen. Oh mein Gott, da sind Spinnennetze. Vielleicht. Oh, mein Gott, ist das eine Mine? Das ist. Eine Mine. Aber in der Mine waren Nodob und Halbzwilling, das weiß ich. Ja, aber vielleicht ist da ja noch was. Vielleicht ist das auch nicht die Mine, wo die waren. Ich glaube schon. Könnte das wahrscheinlich sein, aber lass mal gucken. So. Hier ist noch Gold. Okay, ja, nimm das mal mit. Ich baue mal kurz ein bisschen Spinnennetz ab, dann haben wir wenigstens ein bisschen was für Bögen eventuell. Ich habe einen Bogen, der ist zwar ein bisschen kaputt, aber egal. So. Okay. Komm, lass runtergehen. Nach unten. Vielleicht finden wir in den Wänden Dias. Okay, hier ist Kies, hier ist nichts. Ja, ich baue es mal hier ab, ist Gold. Ist da was. Hier ist Gold. Ah, schaut nicht so aus. So. Wir brauchen verdammt nochmal Dias. Da haben wir gerade momentan echt ein bisschen. Wir sind aber, glaube ich, auch auf Höhe 16. Bist du bei mir? Komm mit. Oh, hier ist ein Minecart. Oh, Mann, da ist nur Bullshit drin. Aber wir müssen noch runter. Wir sind auf Höhe 16 gerade gewesen. Warte, ich bin auf Höhe 15. Okay, warte kurz. Sehst du meinen Namen? Jetzt sind wir wieder 16. Ich bin hinter dir. 16. Ah, gut. So, 16 ist das jetzt wieder. Jetzt kommen wir wieder auf 15 komm. Runter. Dann gehen wir hier hinten lang. Oh, ja, gut. Aha.
So. Huch. Achtung, ich wette, wir finden jetzt Fackeln auf 14. Dem Boden. 14. Was sind wir in der Nähe von Gegnern? Ich sag, hier war schon jemand. Wo bist du, Kalle? Hier. Ah, gut. 14. Ja, komm hier runter, sind wir auf 13. Titanor. Oh, nice. Aber wir brauchen noch Diamanten. Ja, ich weiß. Oh, noch mehr Titanor. Nice. Also kann sein, dass hier teilweise doch keiner war. Vielleicht haben wir eine extra Was? Schon in 30 Sekunden? Warte, Basti, warte, ich komm zu dir, warte. Okay, komm her. Schnell, ich baue das Titan hier noch ab. Oh mein Gott, Spinne. Oh Mann. So, zack. Ich hab wieder Titan. So, 8 Stück. Ne, oh, da hinten. Schnell, sammle es ein. Zack. So. Okay, nice. Hier, komm her, ich baue mich hier gerade ein, ne? Ah, okay. So, wir sind gekickt worden. So. Wow, okay, die Folge war jetzt nicht so mega produktiv wie die letzten Folgen, aber was soll's. Dafür haben wir eine Mine gefunden, eventuell haben wir da noch ein bisschen Glück. Wir müssen auf jeden Fall wieder auf Höhe 11 runter. Ich glaube, wir waren das Tiefste, was wir jetzt gerade waren, dort 14. Das heißt, wir haben noch 3 runter. Und wir sind mal da, wo wir nicht waren. Das heißt, wir bewegen uns jetzt nicht mehr im Kreis, sondern wir können dann später in eine Richtung wegbauen wieder. Ja. Na, das ist halt gut. Weil das Problem ist, wir haben ja gescript meint immer im Kreis. Es ist ja, Diamanten sind da, glaube ich, auf dem Chunk nur 16 Stück oder so. Ich habe keine Ahnung, wie das Vorkommen ist. Ist halt ein bisschen geringer und da müssen wir halt gucken. Ne? Ich glaube, ich weiß ja nicht sogar, ob bei Titan nicht die Erze sowieso generell geringer gemacht worden sind, was Dias angeht. Na, aber auf jeden Fall, Leute, das war's heute mit der Folge von Titan 2. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, gebt natürlich einen Daumen nach oben. Wir sind weg, wir wünschen euch was. Auf Wiedergeschauen.